Jo, servus Leute. Heute gibt's Ratatouille. Ist ein wirklich sehr einfaches Rezept. Ihr braucht da nicht viel dazu. Ihr braucht Tomaten, Zucchini, Aubergine, Zwiebeln, Kräuter. Ja, das sind im Endeffekt die Zutaten. Geht wirklich schnell und schmeckt echt sehr lecker. So, wir fangen an, die Aubergine in kleine Würfel zu schneiden. Nehmen wir mal. Ja, wir machen jetzt eine Portion, ich würde mal sagen die Hälfte circa. Die Größe, ja, könnt ihr wie ja, nach Bedarf machen, wie ihr das gerne mögt. Ich habe es lieber ein bisschen kleiner, also ein bisschen kleiner gewürfelt, aber das ist jedem selber überlassen. Machen wir das hier in grobe Stücke. So. Dann wird das ein bisschen gewürfelt, so. Währenddessen heizen wir schon mal die Pfanne vor. Da können wir jetzt Olivenöl dazugeben. Nicht zu viel, aber achtet beim Olivenöl auf jeden Fall, dass ihr da eine ordentliche Qualität habt. Da lohnt sich es wirklich, ein paar Euro mehr auszugeben. So, jetzt können wir die Aubergine reingeben. Ich habe die Pfanne circa auf 80% Hitze eingestellt. Oder sagen wir 70%. So, dann schneiden wir die Paprika. Ich nehme jetzt hier mal eine halbe. Beziehungsweise eine kleine. Schneiden wir auch in Würfel. Ab und zu mal schwenken. Na, ein bisschen zu heiß, merke ich gerade. Gehen wir ein bisschen runter. So, ich nehme jetzt hier mal eine Frühlingszwiebel, bisschen, um Abwechslung reinzubringen. Man kann natürlich auch eine normale Zwiebel benutzen. Die fällt hier auch ein bisschen größer aus. So, die gehen wir gleich zusammen mit der Paprika rein. So, mal eine Hälfte durchschneiden. Einen kleinen Schluck Olivenöl, minimal, weil die Aubergine braucht doch ein bisschen mehr. So, jetzt geben wir die Paprika und die Zwiebeln dazu. Dann schneiden wir die Zucchini. Die können wir eigentlich vierteln. So, ab und zu mal wieder schwenken. Dann können wir die Zucchini dazugeben. Wenn man das Originalrezept, dann nimmt man natürlich schon ein bisschen mehr Olivenöl, aber wir wollen es doch relativ low fat halten. Und schmeckt auch trotzdem sehr gut. Jetzt können wir schon mal ein bisschen Kräuter dazugeben. Dazu hole ich jetzt Rosmarin und Thymian. So, das machen wir einfach dazu mit rein.
Und später müssen wir das dann natürlich dann wieder rausholen, aber das gibt jetzt einen sehr, sehr schönen Geschmack ab. Können wir die Tomaten schneiden. So. Ich habe jetzt hier Rispentomaten genommen. Einmal kleine Variante und einmal die große Variante. Hatte ich jetzt einfach noch übrig. So. Hier können wir auch ein Viertel schneiden. Kommen zum Schluss dazu, weil die am wenigsten Garzeit brauchen. So. Okay, machen wir das auch noch mit dazu. Ein bisschen schwenken. Könnt die Tomaten natürlich auch schälen. Ist dann auch je nach Bedarf, wie man es gerne mag. So, wir lassen das Ganze jetzt circa 10 Minuten vor sich hin köcheln. Wir würzen das jetzt noch mit Salz. Ich habe hier Meersalz. Und Pfeffer. Und ja, lassen das Ganze jetzt ein bisschen ziehen. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, es hat jetzt gut durchgezogen. Es ist auch schon fertig, so sieht es aus. Ich glaube, das Rosmarin und den Thymian, den können wir entfernen. Ja, ihr seht, geht wirklich sehr, sehr einfach und sehr schnell. Schmeckt echt super lecker. Und ihr habt wirklich ein nahrhaftes Essen. Könnt dazu, ja, Putenbrustfilet oder Rindsfilet oder was auch immer dazu essen. Und habt, ja, eine super Low-Carb-Mahlzeit. Probiert es einfach aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.